Aus dem All erscheint die Erde als grenzenlose Welt, die von einer einzigen intelligenten Spezies beherrscht wird. Doch der Schein trügt. Die Menschheit wird seit jeher von internationalen Konflikten und Machtspielen geplagt. Ganz ehrlich, die menschliche Rasse hat schon einige dumme Entscheidungen getroffen. Unsere Technologie entwickelt sich weiter und irgendwann wird jemand den Atomwaffenknopf drücken. Was wird dann passieren? Ein nuklearer Genozid. Könnte eine außerirdische Bedrohung die Menschheit vereinigen? Seien Sie dabei, wenn wir herausfinden, warum eine vereinte Erde im Angesicht einer außerirdischen Invasion unsere einzige Überlebenschance sein könnte. Unsealed. Alien Files. Eine weltweite Initiative hat begonnen. Geheimakten mit detaillierten UFO-Berichten, jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verborgen, sind jetzt frei zugänglich. Wir enthüllen die Wahrheit hinter diesen Dokumenten und finden heraus, was die Regierungen verschweigen. Unsealed. Alien Files. Auf der Spur der größten Geheimnisse der Erde. 15. Februar 2013. Der Asteroid 2012 DA14 passiert die Erde in einer Entfernung von 27.700 Kilometern. Näher als bisher jedes andere Objekt. Mit einem Durchmesser von 30 Metern besteht er aus 40.000 Tonnen massivem Gestein. Sein Einschlag wäre fast 200 Mal so stark wie die atomare Explosion, die Hiroshima dem Erdboden gleichgemacht hat. Die Zerstörung wäre verheerend. Über 100 Millionen Objekte ähnlicher Größe rasen durch unser Sonnensystem. Angesichts solcher Gefahren bilden die Vereinten Nationen den Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums und entwickeln einen Notfallplan für den Fall des Einschlags von Meteoriten oder anderer Objekte aus dem All. Zusammenarbeit angesichts von Katastrophen ist eine Sache. Doch könnte die Menschheit in Konfrontation mit Außerirdischen ihre Differenzen beilegen? Und wenn ja, wer würde die Führung übernehmen? September 2010. Laut Medienspekulationen steht die UNO kurz davor, den ersten Botschafter der Erde zu ernennen. Maslan Othman, eine malaysische Astrophysikerin, soll zwischen der Menschheit und Außerirdischen vermitteln. Othman wird mit den Worten zitiert: Wir sollten eine koordinierte Antwort haben. Die Vereinten Nationen sind ein geeigneter Rahmen dafür. Am Vorabend der Bekanntgabe distanziert sich Othman unerwartet vom Botschaftsamt. Die UNO gibt keinen Kommentar dazu ab. Wurde etwas vertuscht? Wollen mächtige Nationen den Kontakt mit Außerirdischen eigenmächtig kontrollieren? Dies ist nicht die erste internationale Differenz bezüglich außerirdischen Lebens. 1945. Die Vereinten Nationen werden gegründet, um Frieden und globale Sicherheit zu fördern und einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Diese Hoffnung ist von kurzer Dauer. Der Kalte Krieg beginnt. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten überwachen das Militär des jeweils anderen genau. Dieser festgefahrene Konflikt offenbart die erschreckende neue Bedrohung für beide Nationen und die gesamte Menschheit. Freigegebene UFO-Akte. Der Vorfall von Kapustin Yar. 16. Juni 1948. Kapustin Yar, Sowjetunion. Ein neu entwickeltes Flugzeug befindet sich auf einem Testflug, als der Pilot ein fremdes Objekt erblickt. Auch das Radar erfasst es. Dem Piloten wird befohlen, das Flugobjekt zur Landung zu bringen, notfalls mit Gewalt. In einem US-Dokument heißt es: Ein bananen- oder gurkenförmiges Objekt, das Lichtstrahlen aussandte, wurde auf dem Radar verfolgt, als es über die Maschine des sowjetischen Testpiloten hinwegflog. Als der Pilot keine Antwort auf seine Landeaufforderung erhält, will er feuern.
Ein Lichtstrahl schießt aus dem UFO, stört den Antrieb und blendet den Piloten. Als sich seine Sicht klärt, ist das Objekt verschwunden. Er kann das antriebslose Flugzeug sicher landen. Das Flugzeug wird untersucht. Bis auf die fehlende Energie ist es unbeschädigt. Die Regierung vertuscht den Vorfall. Kapustin Yar bleibt jahrzehntelang geheim. Trotz der Vereinbarung der UN-Mitglieder, Bedrohungen der internationalen Sicherheit offen zu legen, bleiben Beweise für außerirdisches Leben geheim. Das Schweigen der Supermächte über die UFOs könnte die Erde gefährden. Würde eine vereinte Menschheit die außerirdische Invasion aufhalten? Mit den Vereinten Nationen ist die Menschheit globaler Einigkeit bisher am nächsten gekommen. Wurden sie gegründet, um die Menschheit vor sich selbst zu schützen oder vor einer außerirdischen Bedrohung zu bewahren? 4 Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen wird eine militärische Institution geschaffen. Die NATO, die Organisation des Nordatlantikvertrags, vereint die Streitkräfte von 14 Gründungsmitgliedern. Ihr Credo? Ein Angriff auf ein NATO-Land ist ein Angriff auf alle. Wurde diese Organisation in letzter Minute gegründet? 1952. Die NATO startet Gefechtsübungen, die einen Angriff sowjetischer Streitkräfte simulieren sollen. Doch was sie erleben, ist keine Simulation. Operation Mainbrace beginnt am 13. September 1952. Am ersten Abend beobachten Matrosen an Bord des dänischen Zerstörers Willemoes ein leuchtendes dreieckiges Objekt über dem Schiff, das plötzlich in den Nachthimmel verschwindet. Schätzungsweise fliegt es 1400 km/h, schneller als jedes Flugzeug dieser Zeit. Trotz vieler Augenzeugen gibt es keine offizielle Bestätigung der Begegnung. Doch schockierende Vorfälle wie dieser sind nur der Anfang. Freigegebene UFO-Akte. Die Topcliff-Sichtung. 19. September 1952. 6 Tage nach der Willemoes-Sichtung kehrt ein britischer Royal Air Force-Pilot von einem Trainingsflug zurück. Er nähert sich dem Stützpunkt Topcliff in Yorkshire, während Dutzende von Zeugen entsetzt eine riesige silberne Scheibe sehen, die das Flugzeug zu verfolgen scheint. Die Augenzeugen berichten von der unglaublichen Wendigkeit des UFOs und seiner enormen Geschwindigkeit. Anwesende Militärs stehen unter Schock. Kein bekanntes Flugzeug kann solche Manöver durchführen. Der bedrohliche Vorfall alarmiert das britische Militär und das Parlament. Viele Piloten berichteten von seltsamen Objekten, die ihnen folgten, leuchtende Kugeln, die mit ihnen sanken, mit ihnen stiegen und sie zurück zur Basis begleiteten. Die mysteriösen Sichtungen werfen ein Schlaglicht auf die politische Kluft zwischen den Supermächten. Beide Seiten des Kalten Krieges häufen in ihrem Wettrüsten Atomwaffen an. Die Welt steht gefährlich nahe am atomaren Abgrund. Mehrmals werden Abfangjäger gestartet, um einen vermeintlichen sowjetischen Luftangriff auf NATO-Ziele abzuwehren. Sind auch UFOs unter den Angreifern? Oft steht die Welt am Rand der nuklearen Vernichtung. Wie lange wird man das noch zulassen? Die Antwort könnte in einem von der NATO als streng geheim eingestuften Bericht zu finden sein. Freigegebene UFO-Akte. Der Bericht. 1963. NATO-Hauptquartier. Command Sergeant Robert O. Dean entdeckt über 500 mysteriöse Dokumente mit dem lapidaren Titel Der Bericht. In einem Dokument heißt es,
Unser Planet und die menschliche Rasse wurden von mehreren außerirdischen Zivilisationen erkundet. Vier davon wurden visuell identifiziert. Der Titel der Dokumente ist schlicht. Ihr Inhalt ist es nicht. Dean erkennt darin den Plan zur Abwehr einer außerirdischen Invasion. Laut Dean existieren nur 12 Exemplare des Berichts, der schockierende Inhalte umfasst. Darin wird eine Serie von Begegnungen mit Außerirdischen beschrieben. Ein ausgeklügeltes Programm scheint im Gang zu sein. Erst Vorbeiflüge, dann Landungen und schließlich direkter Kontakt. Geht es dabei um friedlichen Kontakt oder um die Vorbereitung einer Invasion? Die erschreckendste Stelle beschreibt eine NATO-Begegnung im Jahr 1961. Dem Bericht zufolge entdecken alliierte Radarstationen mehrere Flugobjekte über Europa, die sich in einer Höhe von etwa 30 Kilometern aus Richtung Sowjetunion nähern. Was die NATO nicht weiß, ist, dass 9 Minuten später ähnliche Objekte im sowjetischen Luftraum auftauchen. Was das Unvorstellbare auslöst. Den Countdown für einen Atomkrieg. Die Startsequenz des Gegenangriffs beginnt, doch plötzlich sind die Radarschirme leer. Die Piloten vor Ort berichten, dass es sich nicht um feindliche Flugzeuge, sondern um UFOs handelt. Die totale Zerstörung wird knapp abgewendet. Die NATO leugnet die Existenz der Dokumente. Es wird Jahre dauern, bis jemand darüber spricht. Ein Mann aus einem kleinen Inselstaat setzt sein Leben und seinen Ruf aufs Spiel, um die Haltung der Menschheit gegenüber UFOs für immer zu verändern. Trotz globaler Sicherheitskoalitionen wird die Öffentlichkeit über die größte Bedrohung im Dunkeln gelassen. Doch ein Mann spricht endlich Klartext. Freigegebene UFO-Akte. Beschluss der UN-Generalversammlung 33-426. 1978. Eric Gehry, Präsident von Grenada, bringt das Thema UFOs vor die UN. Er schlägt vor, eine Abteilung der UN einzurichten, die sich mit der Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten befasst, diese koordiniert und ihre Ergebnisse veröffentlicht. Sein Streben nach der Wahrheit über außerirdisches Leben entspringt einer persönlichen Erfahrung. Präsident Gehry sieht einen seltsamen Leichnam an der Küste Grenadas bei einem kleinen Fischerdorf. Die Leiche ist humanoid, aber sicher nicht menschlich. Über 2 Meter groß und hat 6 Finger an jeder Hand. Präsident Gehry betreibt 2 Jahre lang Lobbyarbeit bei der UN, legt Dokumente vor und bringt Zeugen bei wie den ehemaligen NASA-Astronauten Gordon Cooper. Großbritannien versucht, Gehrys UFO-Vorstoß bei der UN zu blockieren. Aus welchem Grund? Etwa im Auftrag von Großbritanniens größtem Militärpartner, den Vereinigten Staaten? Viele Dokumente deuten darauf hin, dass sowohl das britische Verteidigungsministerium als auch die Regierung der USA in Bezug auf UFOs viel zu verbergen haben. Doch trotz aller Hindernisse hat Gehrys Vorstoß schließlich Erfolg. Die UN erklärt, die Generalversammlung hat den Resolutionsentwurf zur Kenntnis genommen, der von Grenada auf der 33. Sitzung der Generalversammlung bezüglich unidentifizierter Flugobjekte und verwandter Phänomene vorgelegt wurde. Kurz vor der Verabschiedung seines historischen UFO-Antrags durch die UN wird Präsident Gehry ins Exil gezwungen. Seine Regierung durch einen Militärputsch gestürzt. Geschieht dies, um ein global abgestimmtes Anti-UFO-Programm zu verhindern? Viele UFO-Experten glauben, dass es bereits Verträge mit Außerirdischen gibt.
ausgehandelt von mächtigen Nationen, um die Zukunft der Menschheit zu kontrollieren? Oder sind Außerirdische präsent, halten die Menschheit aber für zu primitiv, um offen Kontakt aufzunehmen? Es gibt viele Anzeichen, dass unsere Welt im Niedergang begriffen ist. Seltsame Wettermuster, Polverschiebungen. Wir sind nur einen Schritt von der totalen Zerstörung entfernt. Außerirdische könnten hier sein, um uns zu retten oder um uns zu vernichten. Solange wir im Dunkeln tappen, sind wir ihnen ausgeliefert. Doch das Thema ist den Regierungen wohl schon bewusst. Einige leiten Schritte ein, um das Thema Außerirdische an die Öffentlichkeit zu bringen. Vom Jahr 2000 an geben fast 30 Nationen Informationen über UFO-Aktivitäten frei. Die britische Regierung beschloss aus mehreren Gründen, diese Akten zu veröffentlichen. Ein Grund war, dass das Verteidigungsministerium mehr UFO-Anfragen erhielt als zu jedem anderen Thema. Ein weiterer Grund war, dass die französische Regierung 2007 ihre UFO-Akten freigegeben hat. Wenn die Regierung Informationen über UFOs herausgibt, sollten die Menschen aufhorchen. Wenn sich nur eine dieser Sichtungen als echt herausstellen würde, wird unsere Welt nicht mehr dieselbe sein. Der Moment der Enthüllung außerirdischen Lebens auf der Erde könnte nahe sein. Doch die endlosen globalen Krisen zeigen, dass die Einigung der Welt nicht für alle Regierungen Priorität zu haben scheint. Gibt es neue Gründe, die alte Rivalen in einem tödlichen Kampf um die Weltherrschaft aufeinanderprallen lassen? Das Warten auf unwiderlegbare Beweise für den Kontakt mit Außerirdischen hat vielleicht bald ein Ende. Doch ist es für die Erde bereits zu spät? Alexei Arbatov ist Leiter des Zentrums für internationale Sicherheit der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er glaubt, dass Präsident Putin eine Koalition mit China eingeht, um die Vereinigten Staaten wieder zum Feind Nummer 1 zu machen. Putin befürchtet angeblich, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten in Russland einmarschieren. Ist die Bedrohung real oder droht eine größere Gefahr jenseits unseres Planeten? Eine durch Krieg gespaltene Erde wird zum leichten Ziel für Außerirdische. Genau in diesem Moment könnte eine aggressive Alien-Spezies die Erde auf Anzeichen von Schwäche überwachen. Eine Invasion könnte jederzeit beginnen. Wie würden wir ein solches Ereignis bewältigen? Die Antwort gibt vielleicht die berühmte UN-Rede von US-Präsident Ronald Reagan. Bei all unseren Gegensätzen vergessen wir oft, wie viel uns als Menschheit verbindet. Vielleicht brauchen wir eine äußere, universelle Bedrohung, damit wir dieses gemeinsame Band erkennen. Manchmal denke ich darüber nach, wie schnell unsere weltweiten Unterschiede verschwinden würden, wenn uns eine außerirdische Macht bedrohen würde.